Eigentlich gerade schon auf der Bühne, aber es bleibt dir nichts erspart. Das ist der Dieter Rahner, der gerade mit den Strictly Bluegrass hier so schön Banjo gespielt hat. Ah, der Rüdiger ist auch schon da, wunderbar. Ihr könnt euch natürlich denken, dass wir diese beiden Herren nicht ganz ohne Grund auf die Bühne gebeten haben. Welcher das ist, werden wir in Kürze noch genauer offenbaren. Ich möchte aber die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen, dem Publikum, zumindest mal den ersten dieser beiden Herren kurz vorzustellen, damit Sie wissen, wer hier auf der Bühne steht. Der Rüdiger Helbig ist ja hierzulande auch gerne bekannt als die deutsche Banjo-Legende. Das hat wahrscheinlich der ein oder andere auch schon gehört, aber die wenigsten wissen eigentlich warum. Da gibt es ganz viele Gründe, ich möchte mich kurz fassen und nur ein paar nennen. Es fängt damit an, dass er im Alter von 14 Jahren ungefähr schon Plektro-Banjo, Tenor-Banjo gespielt hat und auch ein bisschen Gitarre. Aber wie sich das für einen echten Banjo-Spieler gehört, hat er eigentlich überhaupt keine Gitarre besessen, sondern er hat auf einem sechsseitigen Banjo Gitarre gelernt. Spielt mittlerweile Banjo, ich glaube seit irgendwie so 44 Jahren oder sowas um den Dreh. Also wenn man ihn so anschaut, muss er ungefähr mit 2 Jahren angefangen haben. Also allein das würde eigentlich eine Banjo-Legende schon rechtfertigen. Wer also 44 Jahre seinem Instrument treu bleibt, das ist mehr als die meisten mit ihrer Frau schaffen. Dazu kommt aber dann natürlich auch, dass er zu einer Zeit im Banjo-Spielen angefangen hat, wo das hierzulande überhaupt kein Mensch gekannt hat, zumindest nicht das fünfseitige Banjo. Er hat also erstmal kein Instrument gehabt, keine Informationen gehabt, hat sich das über seine Kontakte mit den amerikanischen Truppen seiner Zeit so nach und nach mühsam angeeignet. Und hat sich dann gedacht, wenn ich mir mit dem ganzen Mist schon so viel Mühe mache, muss sich das lohnen. Hat also dann angefangen, übers Radio, über Fernsehproduktionen, über Filmsoundtracks das Banjo und die Musik ein bisschen bekannt zu machen. Hat dann angefangen, Unterricht zu geben, hat Bücher geschrieben zu dem Thema. Also er hat sich quasi zum Ziel gesetzt, den Schaden, den so ein einzelnes Instrument namens Banjo verbreiten kann, möglichst zu vervielfältigen. In die Breite zu tragen, das ging also bis nach Österreich, in die Schweiz. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, wenn heute in Österreich eine nennenswerte Bluegrass-Szene herrscht, kann das unter anderem dem Rüdiger Helbig, der damals mit Kentucky Bluefield unterwegs war, auch geschuldet sein. Wenn also jemand diese ganze Bluegrass-Geschichte überhaupt nicht leiden kann, hätten wir hier einen perfekten Schuldigen dafür. So. Ansonsten hat er natürlich dann auch noch eins draufgelegt, hat, ich glaube, 1981 den Folkladen eröffnet, so um den Dreh rum, also auf jeden Fall mittlerweile auch über 30 Jahre. Eins der wenigen großen Musikgeschäfte in Deutschland, wo man also Bluegrass-Instrumente, und natürlich auch schwerpunktmäßig Banjos, aber auch Mandolinen, Dobros, Gitarren, alles akustisch, alles in Richtung Bluegrass kaufen kann, wo man sich Beratung holen kann, wo man Lektüre bekommt und so weiter und so fort. Wer sowas dringend braucht, wir haben draußen eine Reihe von Aufklebern liegen mit der Adresse, Telefonnummer, dann kann man den Rüdiger persönlich nerven. Wenn man bei Ihnen im Laden kommt, muss man gefasst sein, dass man möglicherweise eine Tasse Kaffee vorgesetzt kriegt, dass man die ein oder andere nette Anekdote erzählt bekommt und dann irgendwie mit einem so teuren Instrument wieder rausgeht. Das ist mir selber auch schon passiert. Ich wollte mir einen Satz Saiten für meine damals frisch gekaufte erste Gitarre kaufen, gehe mit einer Martin für 7500 Mark wieder aus dem Laden raus. Passiert Gott sei Dank nicht jedem, kann aber vorkommen. So, jetzt würde ich den Johnny bitten, falls der irgendwo parat steht. Ja. Genau, dass der Johnny nämlich, nachdem ich mir den Mund jetzt lustig geredet habe, den Dieter kurz vorstellt. Und dann geht es auch schon mit dem eigentlichen Punkt weiter. Den Dieter vorzustellen, das wäre eigentlich wie Eulen nach Athen tragen. Ein Urgestein der bayerischen, der Münchner Bluegrass-Szene. Seit Ewigkeiten schon mit dabei. Wir kennen uns auch schon inzwischen ein paar Tage wieder. Ich habe mal die letzten paar Tage mich ein bisschen im Internet rumgetrieben und habe da mal ein bisschen rumgeschnüffelt, ob ich da was finde. Es ist etwas mehr geworden, deswegen lese ich das lieber vor. Das Auswählen, das. Also, dieser Mann heißt Dieter Rahner. Wir haben das heute beim Auftritt von Strictly Bluegrass ansatzweise gesehen. Dieter ist Multiinstrumentalist. Five String Banjo, Dobro, Mandoline.
und die Stimmbänder nicht zu vergessen. Er ist auch der Initiator des Münchner Bluegrass-Stammtisches, der bis Mai diesen Jahres regelmäßig im Oklahoma stattgefunden hat, bis uns dann leider unser guter Ali Suchi unbeordneterweise über Nacht verlassen hat. Und jetzt sind wir auf der Suche, oder der Dieter hat jetzt gesagt, auf der Suche nach einer neuen Bleibe für den Bluegrass-Stammtisch. Und ich habe Leuten hören, dass eventuell ab Oktober draußen im Kaffeezelt vielleicht mal ein Versuch gewagt wird, den Bluegrass-Stammtisch hierher zu verlegen. Also wer in München und drumherum wohnt und das mal unverstärkt hören möchte, diese Art Musik, kommt einfach vorbei und hört zu. Darf ich noch ganz kurz unterbrechen schon? Natürlich. Zu dem Thema. Es gibt schon einen anderen Stammtisch, das nennt sich der Hufgeflüster-Stammtisch, der also hauptsächlich sich mit Reitern und Pferdeinteressierten füllt, die aber auch sehr gerne akustische und Bluegrass-Musik hören. Dieser Stammtisch hat die nächsten beiden Termine im September und Oktober bereits hier draußen im Café. Und wen das interessiert, draußen neben dem Eingang auf den Tischen mit den Flyern und den Plakaten und so weiter, liegen auch kleine weiße Flyer, wo die Termine und die Adresse von hier nochmal draufsteht für den Hufgeflüster-Stammtisch. Auch da gibt es also schon die Möglichkeit, sich in diese Art Musik nochmal einzuhören. Okay, das ist, glaube ich, auch eine schöne Initiative, die ist auch, glaube ich, ein Applaus wert, oder? So, jetzt kommen wir ans Eingemachte, lieber Dieter. Er spielt, wenn ich mich nicht verrechne, seit über 30 Jahren Bluegrass. Er war in verschiedenen Bluegrass-Bands, Gruppen mit Trainer. Ich weiß nicht, ob er bei der einen oder anderen vielleicht sogar Initiator, Mitbegründer dieser Bands war. Es ging los, wenn ich mich nicht täusche, ca. 1978 und das ungefähr 10 Jahre lang. Nee, 20 Jahre lang, Quatsch. 78 bis mindestens 98. Und zwar war es teilweise eine regelrechte Family Band mit seinem Bruder und deinem Sohn. Das war die Bavarian Blue. Wer erinnert sich noch? Dann sind wir uns mal über den Weg gelaufen in Kirchdorf oder in Wippenhausen beim Blunar. Ja, es war eine Art Stammtisch oder Bluegrass-Meeting von Rudi Vogel. Da hieß die Band dann nicht mehr Bavarian Blue, sondern die hatten sich umbenannt und auch etwas umgesetzt. Da hießen die dann die Hardcore Fritters. Yeah! 2000 bei der Hillbilly Herren Bluegrass Party und da durfte ich auch ein bisschen in die Seite greifen. Etwas dann weiter in der Zeitrechnung. Irgendwann entstanden dann, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie noch nicht live gehört, die Bärlauch Sisters und die Moonshiners. Die machen, denke ich, ein bisschen andere Musik als Bluegrass. Und ich habe auch herausgefunden im Internet, lieber Dieter, dass du einer der Ersten warst, die damals im Café Regenbogen auf dem Gelände des Klinikums München Ost, im Isar-Amper-Klinikum, aufgetreten bist. Und ich habe dir bzw. dem Nicht-Können von Stücke Bluegrass zu verwandeln, dass ich inzwischen auch dort regelmäßig spielen kann. Und Bärlauch Sisters und Moonshiners mindestens auch zweimal im Jahr, auch Stücke Bluegrass mindestens zweimal im Jahr im Café Regenbogen in Haar. Einfach mal reinschauen oder vorbeikommen. Und zum Jubiläum dürfen die Bärlauch Sisters und die Moonshiners dann auch dort spielen. Wo ich jetzt ganz besonders gespannt bin, die kommen nämlich morgen und da ist der gute Mann eigentlich auch mit dabei, bei der Münchner Banjo Band. Es wurde 2007 ein erster Münchner Banjo Club gegründet und die Banjo Band tritt morgen auf um ca. 17.15 Uhr. Und last but not least, ihr habt sie vorhin gehört, sie haben euch gefallen, wenn ich die im Applaus nach das richtig beurteilt habe, Strictly Bluegrass. Und ja, der gute Dieter war auch Mitbegründer der Munich Bluegrass Friends und er ist, glaube ich, sogar Ehrenvorsitzender.
Das war's noch immer nicht ganz. Ja, Lars, bitteschön. Der gute Dieter, der, ich darf es raten, über 70. Über 70. Knapp über 70. Nichts Genaues verraten wir nicht. Als ehemaliger Grundschulrektor ist er im Unruhestand, sag ich mal. Lieber Dieter, du machst, glaube ich, bist auch Musikunterricht. Stimmt das? Nicht mehr, weil ich so viele Bands zu betreuen habe, dass ich keine Zeit mehr zum Unterricht. Aber du hast lange Unterricht gegeben. In verschiedensten Instrumenten. Gut. Das geht also nicht mehr. Aber er hat trotzdem lange versucht, diese schöne Musik dann mit seinen Schülern weiterzugeben. Ein Oldie, darf man, glaube ich, sagen, ein Urgestein der Münchner Bluegrass-Szene. Dieter Ramana! Ja, wo ist denn der gute Bernhard? Nicht der Bernhard, der andere Bernhard. Welchen Bernhard suchst du denn? Ja, genau dich. Wir haben doch was vor, komm doch mal rauf. Nein, ich komme jetzt nicht rauf. Dafür brauchst du den anderen Bernhard. Raus. Und du solltest eigentlich den Bernhard mitsamt dieser jungen Frau, die da hinten irgendwo steht, holen gehen. Mach ich doch grad. Weil die traut sich alleine nicht auf die Bühne, glaube ich. Die war heute schon zweimal auf der Bühne. Sie war gerade vorhin auf der Bühne. Aber unsere schönen Herren Angelika Torri und unsere Vorsitzende, der Bernhard Schurmeier, bitte begleitet mich auf die Bühne, die zwei Hübschen. Alle guten Dinge sind drei, hier kommen die drei guten Dinge. Ja, ihr dürft klatschen. Bernhard, jetzt bist du dran. Nein, jetzt ist Bernhard. Ja, genau, okay. Also ich habe gesagt, nachdem wir ja im Verein schon immer die Probleme haben mit Bernhard und Bernhard, wir heißen im Verein ja offiziell Bernhard 1, weil erster Vorsitzender, Bernhard 2, weil zweiter Vorsitzender und später dazugekommen. In diesem Falle ist aber die Aktion von Bernhard 1 zusammen mit unserer Schirmherrin, auch ohne Schirm, denn die haben auch das dabei, was sie brauchen und ich halte mich jetzt einfach mal raus. Ja, auch ihr habt jetzt die beiden Herren so schön vorgestellt, dass sie die Leute natürlich fragen, ja, wieso? Die reden einfach, das ist ja so unterwegs. Ja, also, die wissen nicht recht, wieso und warum, und wir wissen es eigentlich auch nicht recht. Aber wir haben uns lange überlegt, ob wir nicht als Munich Bluegrass Friends auf dem Munich Bluegrass Festival einen Award an besonders verdiente Musiker verleihen. Und da haben wir dann ewig überlegt und gesucht und fast keiner ist uns eingefallen, bis wir dann auf einmal auf diese zwei ehrenwerten Herren gekommen sind. Und schon war er geboren, unser Award. Aber die Geschichte ist noch nicht aus. So ein Award, der kann einen Verein an seine Grenzen bringen. Denn wir haben verzweifelt überlegt, wie muss der ausschauen. Groß, klein, grün, blau, eckig, was der Teufel. Und dann haben wir endlich gefunden gehabt. Ich sag's euch, das war ein super Award, das war ein Bass, ein Bassinstrument, so in der Hälfte durchgeschnitten, was Künstlerisches. Nein, ich hab den Mobil aufgebracht und dann hätten es mir beinahe zerrissen, die Herrn Benjo-Spieler und Mandolinenspieler. Ein Bass, das geht nicht, ein Bass, um Gottes Willen, wir sind doch Mandolinenspieler und Benjo-Spieler. Ja, die kommt die Geschichte jetzt ewig weitermachen. Jedenfalls haben wir verzweifelt gesucht nach einem neutralen Instrument. Und dann ist uns nichts mehr anderes eingefallen, als wie kein Instrument zu nehmen und ein Mikrofon. Natürlich die neueste Funkausführung ohne Kabel. Aber für einen Award, der neutral ist, vielleicht genau das Richtige. Und natürlich ist er beschriftet von den Munich Bluegrass Friends und der ist golden, weil der muss ja auch diesen ehrenwerten Herren angemessen sein. Und den würden wir euch gerne jetzt überreichen. Jeder von uns übergibt an jemand. Also, Rüdiger, den hast du dir wirklich verdient mit deiner großartigen Leistung in Sachen Bluegrass. Komm mal in anders an. Vielen Dank, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Natürlich gibt es das Ganze ja nur schriftlich. Ja, aber mit dem Schriftlichen dazu. Jetzt muss ich das. Ja, genau.
schicke ja das Ganze schriftlich. Kommen zum Beispiel 100 Mal im Laden herzeigen oder so, oder? Also, ich würde sagen, großer Applaus über diese beiden großartigen Vertreter der Bluegrass Music Szene. Bravo, bravo, meine Damen und Herren. Fotografen auf geht's, jetzt ins Rückschläge abknipsen. Das Foto wird weltweit verbreitet, zumindest im Internet. Der hat die Lust an der dazu. Und in der Mitte noch die Schirmherrin. Alle mit Hand beim Kopf. Habt ihr schon? Seid ihr fertig? Also, dieser Award wird auch beim nächsten Mal wieder verliehen. Natürlich sagen wir nicht an wen, das ist ja klar. Außerdem wissen wir es ja noch gar nicht. Jedenfalls, haltet diesen Preis in Ehren. Und wir freuen uns total von den Munich Bluegrass Friends, dass wir euch diesen Preis überreichen. Und wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen, dass wir euch unter so windigen Vorwänden auf die Bühne gelockt haben, aber wir wollten euch überraschen und das ist einfach schwer. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, gibt es jetzt eine kleine technische Pause. Oder Bernhard? Eigentlich wärst du dran, um noch was über unseren gerissenen Bluegrass-Förderer, den Ali, noch zu sagen. Stimmt. Hast du da noch was drauf? Natürlich. Du bist auch schon passend dunkel gekleidet. Ich gehe mal mit meinem hellen Zeug von ein bisschen zur Seite und überlasse dir das Feld. Ja, wie mir bereits vorhin gesagt, der gute Ali Suchi hat 7 Jahre lang, glaube ich, das Oklahoma in der Cheflandstraße hier in München geführt. Er hat den Münchner Country- und Bluegrass-Musikern vor allem eine Heimat geboten, um den monatlichen Stammtisch dort abhalten zu können. Wer einmal dort war, auch die Hufvisperer, die wissen, was da los war, wie schön das immer war. Er selber hat auch mitgespielt, ab und zu mit einem E-Bass, mit einem langen Kabel. Er selbst war auch leidenschaftlicher Musiker. Ich persönlich habe ihn auch lange, lange gekannt. Und auch natürlich seine Band, die Westworld Company. Soweit ich weiß, geht es mit dem Oklahoma leider Gottes nicht mehr weiter. Angeblich wegen Ärger mit den Nachbarn, Ruhestörungen und Brauerei vielleicht zu wenig Umsatz, irgendwelche so Geschichten. Aber ich möchte nicht nur bei der Gelegenheit, nicht nur an den guten Ali Suchi erinnern, sondern an noch zwei, die ich im Laufe meiner passiven Bluegrass-Zugehörigkeit kennenlernen durfte. Das wäre einmal zum Beispiel der Otto Mitnacht, der lange genug auch bei den Zwickel Bluegrass Gitarre gespielt und gesungen hat. Und dann noch einer aus der Bluegrass-Szene, der nicht mehr unter uns weilt, aber der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch und erinnert sich noch an ihn, den guten Jaro Tomisch. Und für den Jaro, für den Otto und für den Ali wäre es schön, denke ich, wenn wir uns kurz mal für eine halbe Minute oder Minute von den Plätzen erheben und kurz an die drei zurückdenken. Herzlichen Dank. Vielleicht schauen Sie und hören Sie ja von oben zu, wie jetzt heute und die nächsten 2 Tage hier das 4. Munich Bluegrass Festival über die Bühne gehen wird. Und die freuen sich mit Sicherheit über jeden Gast, der den Weg hierher gefunden hat und hoffentlich noch finden wird. Jetzt gebe ich zurück an den Bernhard und dann gibt es, glaube ich, eine kleine Umbaupause und dann weiter mit der nächsten Band. Vielen Dank. Ja, danke, Johnny. Jetzt gibt es, wie der Johnny schon gesagt hat, eine kleine Umbaupause, bevor die Huckleberry 5 dann den Abend mit hoffentlich viel Schwung und guter Musik ausklingen lassen. Ich möchte gerne noch ein kurzes Wort zu den Awards verlieren, die wir ja heute das erste Mal verliehen haben. Wie viele von Ihnen wissen,
ist es ja so, dass der Banjo-Spieler so ein etwas zweischneidiges Dasein in der Bluegrass-Szene führt. Auf der einen Seite ist es so, Bluegrass ist kein Bluegrass ohne fünfseitiges Banjo. Auf der anderen Seite gibt es aber auch über kein Instrument und keinen Instrumentalisten so viele böse Witze wie über den Banjo-Spieler. Das geht von harmlosen Sachen wie, was sind 10.000 Banjos auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang. Bis hin zu fiesen Sachen wie, woran erkennt man, dass die Bühne genau waagrecht steht? Der Banjo-Spieler sabbert aus beiden Mundwinkeln gleichmäßig. Aber ich finde es gerade in dem Hinblick darauf, wie wichtig die Banjo-Spieler für die Bluegrass-Musik sind, auch schön, dass heute natürlich zwei Banjo-Spieler geehrt wurden. Das war ursprünglich eigentlich gar nicht die Intention, aber wie so vieles sich im Bluegrass verselbstständigt, hat es auch das getan. Ich würde sagen, noch mal einen kurzen Applaus für unsere zwei Preisträger. Der Rüdiger bereitet sich aber auch schon vor auf den Auftritt von Huckleberry Five. Sie haben noch eine kleine Gelegenheit, sich noch mit Getränken zu versorgen, weil ich glaube, die nächste Stunde wird es dann zwar nicht mehr so von oben, aber von hier oben richtig ernst.